Bühne frei für Jean-Paul Gaultier. Der französische Modedesigner hat sich einen langjährigen Traum erfüllt und seine erste eigene Revue auf die Beine gestellt. Schon als Kind war er von den Tänzerinnen des Folies Bergère fasziniert. Jetzt mit 66 bespielt er mit seiner Fashion-Freak-Show selbst das legendäre Pariser Kabarett. Mit 9 Jahren habe ich zum ersten Mal Revue-Tänzerinnen im Fernsehen gesehen, wie sie mit ihren Federn von der Decke schwebten. Meine Großmutter ließ mich schauen, das durften Kinder ja eigentlich gar nicht. Und schon damals fand ich das toll und habe dann all diese Schönheit gezeichnet, mit den Federn, dem Strass und den Netzstrümpfen. Und ich habe meinen Teddybär neu eingekleidet. Die Revue orientiert sich an Jean-Paul Gaultiers Leben. Teddybär Nana war sein erstes Model. In der Revue bekommt er seinen Auftritt. Stilecht mit kegelförmigem BH, der später die Inspiration für Madonnas provokantes Bühnenoutfit lieferte. Auch das Korsett, das ein Markenzeichen wurde und in keiner Haute-Couture-Schau fehlen darf, wird gebührend in Szene gesetzt. Unter anderem von Sängerin Demi Mondaine. Das Outfit wurde für mich maßgeschneidert und es war sehr spannend, das zu sehen. Wenn Jean-Paul Gaultier anfängt, an einem Kostüm zu arbeiten, hat man das Gefühl, er verfällt in eine Art Trance. Da passiert eine Verwandlung mit ihm und dann geht es auf einmal ganz schnell. Schon für den Friedrichstadtpalast in Berlin hatte der Star-Designer vor 2 Jahren 500 Kostüme entworfen und damit zum Erfolg der opulenten The One Grand Show beigetragen. Bei seiner eigenen Revue ist er Kostümbildner und Regisseur zugleich. Eine besondere Herausforderung. Die französische Regisseurin Toni Marshall hat ihn bei dem Projekt unterstützt. Anfangs hat er gezögert und war sich nicht sicher, ob er das wirklich machen soll. Ich konnte ihn davon überzeugen. Wir waren sehr schnell der Meinung, dass es das Beste wäre, sein Leben auf die Bühne zu bringen. Das ist natürlich eng mit der Mode verbunden, aber nicht nur, da steckt viel mehr drin. Die ganze Gesellschaft hat sich in all der Zeit verändert. Auch als ich Jean-Paul Gaultier noch nicht kannte, habe ich ihn als eine wichtige Figur betrachtet, weil er so viel Mut hat. Schon bei den Modenschauen des früheren Enfant Terrible der Modeszene wurde klar, dass ihm eine reine Präsentation viel zu langweilig ist. Bei Jean-Paul Gaultier musste auf dem Laufsteg immer etwas passieren. Models und Publikum wussten nie, was sie erwartet. Daran erinnern sich auch viele der geladenen Gäste an diesem Abend. Er wollte immer, dass die Models ihren Auftritt haben wie im Theater. Bevor wir auf den Catwalk gingen, sagte er uns, zeig mir, was du kannst. Ich will eine echte Performance sehen. Auch andere Models, Musen, Designer und Prominente sind zur Premiere der Revue gekommen. Alle sind gespannt auf Jean-Paul Gaultiers neuestes Abenteuer. Als er mir vor 3 Jahren sagte, dass er diese Idee hat, fand ich das nur logisch. Ich bin sehr stolz auf ihn, denn er ist wohl der erste Designer, der diese beiden Welten zusammenbringt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er das nicht auch mit Erfolg meistert. Ich erinnere mich an Schauen, da ließ er die Models sogar aus einem Sarg steigen. Die Defilés von Gaultier waren schon immer extravagant, amüsant und fantasievoll. Für die 18 Mitglieder des Tanzensembles war die Zusammenarbeit mit dem Modedesigner eine besondere Erfahrung. Er ist wirklich außergewöhnlich. Er gibt jedem von uns das Gefühl, wichtig zu sein. Er ist ein besonderer Mensch. Ich glaube, darum ist er in Frankreich auch so beliebt. Seine Revue ist eine bunte Mischung geworden. Schrill, sexy und unkonventionell. Wie auf seinen Modenschauen spielt der Designer mit Geschlechterrollen und lässt sich in keine Schublade packen. Ich will Lebensfreude vermitteln und zeigen, dass man mit offenen Augen durch die Welt gehen und Schönheit auf unterschiedliche Art und Weise interpretieren kann. Man muss es nur zulassen. Nun bleibt abzuwarten, ob die neue Revue auch ein Publikumserfolg wird. Bis Ende des Jahres ist Jean-Paul Gaultiers Fashion Freak Show in Paris zu sehen.